So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Wie ihr seht, handelt es sich diesmal um die Xbox 360-Version von Witcher 2. Und zwar ist es die limitierte Amazon-Version, die Dark Edition. Ja, und ich würde sagen, wir bauen das Ganze direkt mal aus. Und zwar ist das hier auch einfach nur ein Pappschuber. Ich leg das Ganze erstmal weg. Wird auch kurz mal schwarz euch vor Augen. Dann sehen wir hier auch noch mal, beziehungsweise ihr seht noch nichts, jetzt seht ihr wieder was. Sehen wir hier hinten noch den Pappschuber. Ein Held schreibt seine eigene Geschichte. Ein wahrer Held. Und ein vielfach ausgezeichnete Rollenspielmarke endlich auf der Xbox 360. Und ja, dann haben wir hier noch ein schickes Bild von The Witcher 2 und der Dark Edition, dass da alles drin ist. Könnt ihr euch auch nochmal durchlesen, könnt ihr euch auch nochmal durchlesen, bevor ihr euch das Ganze anschaut. Ja, und dann würde ich sagen, tun wir hier diesen Schuber, tun wir jetzt einfach mal weg. Ich halte das mal hier weiter drauf, während ich jetzt so weglege. So. Und dann haben wir hier so eine Art Schublade oder sowas. Sieht schon fast aus. Gehen wir mal hin. Auf jeden Fall haben wir hier dieses ultra schicke, fast 3D-Bild. Ja. Also, mal gucken. Ja, ist eine Schublade, also. Man kann es so rausziehen. Natürlich jetzt schlecht zu machen mit einer Hand. Aber es ist eine schicke Edition. So. Schublade raus und dann haben wir hier die das Witcher 2 Artbook, glaube ich mal. Zu den anderen kommen wir gleich noch. Was hier noch drin ist. Also ich glaube mal, dass hier das Witcher 2 Artbook ist. Ist auf jeden Fall schick. Oder es ist einfach nur. Ja, ist auf jeden Fall. Es sind ein paar schicke Bilder dabei, wie man hier sieht. Schicke, schicke Bilder. Ich könnte auch der Quest-Handbuch sein. Ich muss mal kurz auf dem Pappschuber mal gucken, was das sein könnte. Ja, der Quest-Handbuch ist es nicht. Es scheint das Artbook zu sein. Es scheint das Artbook zu sein. Auch hier an der Seite nichts oder so. Nein. Aber es ist wirklich ein Buch. Hier hinten haben wir auch die Mitgegebenen und ein paar andere Bilder. Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig schickes Ding. Wie ihr seht. Ja gut, das war das Handbuch. Nehmen wir mal zur Seite. Dann haben wir hier die Witcher 2 Enhanced Edition Aufkleber. Ja. Dann haben wir hier versuchen auszubekommen, ohne dass ich sie kaputt mache. Naja, auf jeden Fall haben wir hier, ich glaube, das Spiel selber. Ja, ist das Spiel selber nur in einem Pappschuber. Dann haben wir hier die Making of DVD mit den Developer Diaries, Other Videos und Trailers und natürlich Galleries wie Cover, Renders, Fotos und so weiter. Ja, kann sich sehen lassen. Dann muss ich noch gucken, was wir hier haben. Was wir hier so schönes noch haben. Ich nehme mal an, da handelt es sich um diese Kette von The Witcher 2. Dafür muss ich euch, glaube ich, nochmal weglegen, oder? Ja, ich lege euch nochmal kurz weg. Mit einer Hand nicht mehr aufzukriegen. Wow, oh, oh, oh. Eine. Ja. Ja, schick.
Das sehen wir es. Die Dwitch hat zwei Halskette. Und das sieht auch ein bisschen was von meinem Held schön, weil ich es alles da rumliegen habe. Und da oben auch die Spiele. Aber es ist eine, wie man sieht, relativ große Handkette. Ich weiß nicht, ob es jetzt echtes Silber oder falsches Silber ist. Wenn es falsches Silber wäre, könnte ich es tragen. Und echtes Silber wäre dann nicht. Weil ich gegen echtes Silber allergisch bin. Ja, ich würde sagen, dann machen wir das hier mal kurz auf. Mit einer Hand, oder ich lege euch mal wieder weg. Versuche das gleich. Versuche da Rechte hinzustellen, aber es klappt nicht so wirklich. Doch, jetzt klappt es. Ja, es klappt. Ihr könnt euch in der Zeit mal das Ganze so anschauen. Na komm. So. Und dann kann ich euch auch das Questhandbuch hier von mal zeigen, weil ich es drauf habe. Das Questhandbuch befindet sich nämlich im Schuber. So, das haben wir auch weg. Dann den Schuber weg. Und das Spiel selber haben wir hier noch. Ah, hier haben wir noch die. Hier haben wir noch die Weltkarte. Hier haben wir noch die Weltkarte, die mache ich jetzt nicht komplett auf, nur ein bisschen. Weil man das so ein bisschen sieht, wie es aussieht. Ist halt, wenn man sich wirklich damit beschäftigen will, ist es relativ sinnvoll, das zu machen. Dann haben wir hier, einfach mal aus, das Questhandbuch. Einfach mal aus. Hier haben wir das Questhandbuch von The Witcher 2. Mal kurz hier reinschauen. Ist halt wirklich nur Text und ein bisschen Hilfe für die Leute, die es brauchen. Ich denke mal, ich werde das wahrscheinlich auch ein oder zweimal in Anspruch nehmen. Und dann haben wir hier das Spiel selber und auch ein USK-Zeichen drauf hat. Vielleicht hattet ihr einen Handicapper. Man weiß es nicht. Ja. Na gut. Ich würde mal sagen, das war das Unboxing von. Oder ist hier oben noch was? Ich habe immer das Gefühl, hier oben wäre noch was. Auf jeden Fall will ich mal jetzt die Sachen so ein bisschen dahin stellen. Witcher 2, da haben wir das halt. Questbuch, da wird wahrscheinlich nicht so halten. Naja, legen wir ein bisschen dahin. Die Kette kommt hier noch ein bisschen hin. Und dann hier, das hier ist sowieso ein bisschen schwer hinzulegen. Ja gut, das war das Unboxing von The Witcher 2, der Intense Edition. Der Dark Edition, sozusagen. Dark Edition von The Witcher 2 für die Xbox 360. Jo, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mal sagen, dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.